Weiter. Heute sind wir in der nördlichsten Destille Japans. Wir sind bei The Akeshi und wir haben den ersten Single Malt von The Akeshi Whiskey Distillery. Ich bin sehr gespannt, von 2016 bis 2020, also 4 Jahre alt, und er ist leicht rauchig, denn man benutzt hier japanischen Hokkaido-Torf. Gereift ist der Whisky in Ex-Bourbon, Ex-Sherry, Ex-Wein und Ex-Mitsunara-Fässern. Also eine richtig ordentliche Mischung. Kanro Season Cold Drops of Dew. The Akeshi Single Malt Whisky Peated. Hokkaido Akeshi Distillery. Distilled, matured and bottled in Japan. Also ein reiner Japaner. Wieder mal. Abgefüllt in Fassstärke mit 55%. Klingt von den Eckdaten her alles sehr geil. Wir haben einen echten Korken. Also, wir haben einen fassstarken Whisky mit einer spannenden Fassreifung und in rauchig. Das sind alles Eckdaten, die klingen verdammt gut. Ich bin jetzt sehr gespannt. Wie gesagt, es ist der erste Whisky der Brennerei. Daher muss man die Erwartung vielleicht ein bisschen zurückschrauben. Und man muss wissen, dass dieser Whisky einfach unfassbar teuer ist. Es ist natürlich eine limitierte Auflage. Das Inaugural Release ist das normalerweise immer. Hier waren es 15.000 Flaschen weltweit. Und der Ausgabepreis, wie ich ihn gesehen habe in Deutschland, waren 250 Euro. Also man findet die Flasche noch hin und wieder. Ich habe aber auch Preise von 360 Euro plus gefunden. Wow. Also ne, japanischer Whisky ist teuer, keine Frage. Aber für einen 4 Jahre alten Whisky 250 Euro als Ausgabepreis, das ist eine Hausnummer. Aber er ist rauchig. Und er ist so rauchig, dass ich das schon von hier aus rieche. Geil. Eine richtig schöne Rauchnote. Ja, schön aschig. Schöne Lagerfeuernote. Man sagt ja gerade, bei rauchigem Whisky ist es gar nicht so schlimm, wenn die jung sind. Dann ist nämlich die Rauchigkeit noch ein bisschen intensiver. Ja, der hat gut Rauch in der Nase. Aber danach kriege ich nicht so viel. Also, ich habe tatsächlich nur diese Rauchnote. Und komme aktuell noch nicht dahinter. Ich finde, er riecht nicht alkoholisch. 55% merkt man nicht wirklich. Es sei denn, man hängelt die Nase mal tiefer ins Glas. Dann merkt man ein bisschen, dass die Nase freier wird. Aber er ist jetzt auch nicht super hell. Hinterm Rauch, ne? Also auch hinter dem Rauch hat das eher was von einem dunkleren, tieferen Whisky. So ein bisschen Keksteig vielleicht. Ich kenne ja diese Dosen mit den verschiedenen Keksen, die es bei Oma früher gab, und dann waren immer eine Art Keks dabei. So runde Kekse, war so ein ganz kleiner Klecks frittierte Marmelade drin. Also, das sollte Marmelade sein, aber das Ding war so fest, das war einfach nur noch weißfestes Gelee, was eh keiner kauen konnte.
Daran erinnert mich das so ein bisschen, so eine Fruchtigkeit eingebettet in so einen Keksteig. Schöne Rauchigkeit, also diese Rauchnote, da müssen Sie sich vor den Schotten nicht verstecken. Aber trotzdem nicht erschlagend. Also es ist nicht so, dass das so richtig Rauch in your Fress, Rauch in your Fress, dass es nicht so richtig Rauch in die Fresse ist, sondern es ist eine angenehme Rauchigkeit. Es ist wirklich eine schöne Rauchnote, die aber dennoch tatsächlich den Rest des Whiskys so ein bisschen überlagert. Und das ist halt die Frage, ist es einfach wieder ein sehr milder, runder, ausgewogener Whisky und das wird einfach von so einer Rauchigkeit total einfach überdeckt. Oder muss ich mich jetzt erstmal in den Rauch gewöhnen und muss den ersten Schluck probieren? Das versuchen wir jetzt. Zum Wohl. Hui. Hui. Ja, also, der macht sofort den Mund trocken. Der entzieht einem alles an Feuchtigkeit aus den Wangen. Das Zahnfleisch quietscht über die Zähne. Danach setzt er ein mit einem riesigen Schwall an Rauch. Gleichzeitig einer leichten Schärfe, so ein Hauch Chili Catch. Vielleicht auch eher nur eine Pfeffernote. Also es ist jetzt nicht übertrieben krass, diese Schärfe. Aber so ein leichter Chili-Catch ist schon da. Und das Ganze geht aber halt in Kombination mit so einer richtigen rußigen Dampfwolke, dass so richtig erstmal alles platt gebügelt wird von der Rauchigkeit. Spannenderweise ist die Rauchigkeit, aber es ist kein langer Abgang. Also man hat jetzt noch so ein bisschen im Mund, aber ich würde tendenziell eher sagen, für einen rauchigen Whisky ist der Abgang relativ kurz. Also insgesamt eher ein mittlerer Abgang. Spannend. Also ich finde den lecker. Und ich finde den gerade im Geschmack erstaunlich rauchig. Gut, ne? Rauchiger Whisky und dann jung kann natürlich gut sein. Aber ich bin echt überrascht. Und jetzt kriege ich auch die ersten Noten. Jetzt kriege ich so ein bisschen Orange, so ein bisschen was von Zimt, eine leichte Malzigkeit. Ein bisschen säuerlich spritzig. Ja, sehr angenehm. Erst zieht er einmal alles raus aus den Wangen. Und dann, wenn man den runterschluckt, dann kommt so ein ganzer Schwall Rauch. Man hat so richtig Asche im Mund. Und jetzt kommt so eine leichte, aber angenehme Schärfe. Nicht zu stark, nicht zu kräftig, aber halt sehr angenehm, dass man merkt, ja, ich habe einen fast starken Whisky. Soll er auch sein. Dazu weiterhin diese Rauchnote, die so ein bisschen jetzt ins leicht bittere, aber einfach auch ins leicht aschige, rußige umschwenkt. Die Rauchnote ist tatsächlich sehr dominant. Also im Geschmack ist sie sehr dominant in Kombination mit dieser Pfeffernote. Und erst danach kommen andere Aromen wie Orange, helle Fruchtigkeit, ein bisschen spritzig, ein bisschen säuerlich. Passt aber. Als Auftakt okay. Eigentlich ganz lecker, muss ich sagen.
Preis, ne? Preis brauchen wir nicht drüber reden. Bei einer 250 € Flasche als Inaugural Release brauchen wir nicht drüber reden. Rein von der Qualität vom Whisky her finde ich ihn lecker. Ein bisschen ausbaufähig an der einen oder anderen Stelle, gerade was die Komplexität angeht. Nichtsdestotrotz auf einem sehr guten und sehr spannenden Weg. Also vor allem so schön rauchiger Whisky bin ich jetzt von Japan noch nicht gewöhnt und finde ich super. Gefällt mir echt gut. Ich glaube, inzwischen gibt es auch die ein oder andere Abfüllung von Akashi. Leider sind die preislich immer noch sehr ambitioniert und die Japaner sind halt hier jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh, man kriegt die Flasche so verteilt oder so. Ja, ist halt so. Ich würde gerne auch die neueren Abfüllungen probieren, wenn da aber natürlich immer so ein bisschen auch was den Preis angeht. Also so eine Flasche, die hole ich mir auch mal nicht mal eben. Ne? Das war tatsächlich auch keine ganze Flasche, das war ein Sample, habe ich vom Whisky Jason mir besorgt und beziehungsweise ich habe die Flasche beim Jason vorgeschlagen, bevor ich YouTube gemacht habe. Und Jason hat sie umgesetzt und fand ich mega. Ich glaube, dem Jason hat sie nicht so gut gefallen, aber als er die damals gemacht hat, war er auch noch kein rauchiger Whisky-Fan. Oder ist es bis heute ja eigentlich nicht. Ich finde ihn nicht schlecht, muss ich sagen. Ganz im Gegenteil, das Einzige, was ich richtig schlecht finde, ist der Preis. Also, ein Islay Whisky in der Qualität gibt es für 40, 50 €. Ehrlicherweise, wahrscheinlich sogar für weniger. Wenn man jetzt bedenkt, es ist das Inaugural Release, es ist limitiert, es ist Japan, hätte ich gesagt, auch 60, 70 € sind vertretbar. Aber alles darüber ist utopisch. Und 250 €, boah, da muss eine alte Frau lang für stricken. Ne? Das, nee. Dieser Whisky ist ja dann, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, eigentlich nur für Sammler gemacht. Oder halt für Märkte, wo das Grundeinkommen schon ein größeres ist. So, ich sag mal, Vereinigte Arabische Emirate oder ich glaube in Japan gibt es auch viele Menschen, die nicht unbedingt Hunger leiden. Möglich, aber das kann ich nicht beurteilen, keine Ahnung. Für den Durchschnittsdeutschen sind 250 € verdammt viel Kohle. Von daher denke ich, ist das nicht für den durchschnittlichen Deutschen geeignet oder gedacht. Nichtsdestotrotz, vom Whisky her lecker und auf einem guten Weg. Gut, so viel dazu. Das soll es gewesen sein. Haut gerne mal in die Kommentare, wie eure Meinungen dazu sind. Wie gesagt, Preis, ich glaube, die Preisdiskussion brauchen wir nicht schon wieder führen. Wenn japanischer Whisky teuer ist, dann ist das einfach nur abstrus. Mich würden eure Meinungen zu dem Whisky interessieren, wenn ihr ihn probieren konntet, zu den neueren Abfüllungen davon interessieren und was sonst so bei Japanern bei euch auf dem Tisch landet und was euch da interessieren würde. Vielleicht auch hier für den Kanal mal für die Zukunft, wo ich da einen Fokus drauf legen sollte. Ich weiß, welche Brennereien mich interessieren, aber das heißt ja nicht, dass das auch euch interessiert. Von daher haut gerne mal in die Kommentare, was ihr euch da bezüglich Japan von mir wünschen würdet. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann Daumen nach oben und Kanal abonnieren. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.